Abschluss gekommen ist. Nikolai Baden-Frederiksen. Beide Teams verschieben und attackieren gut. Was aber nicht gelingt, ist, Bälle zu sichern. Das gilt für beide Seiten. Baden-Frederiksen! Die 14. Minute. Ball getrennt. Rieder. Baden-Frederiksen. Baden-Frederiksen. Stange. Wow. Verändert hat das nichts. Baden-Frederiksen. Wunderbar. Gegen Baumgartner. Rieder. Florian Rieder. Petzos. Ball kommt glücklich durch auf Baden-Frederiksen. Das muss gelb sein für Lukas Jäger. Ist man mit dem Bus gefahren, quer durch Österreich. Das deutsche Eck war nicht offen. Und dann dauert so eine Fahrt. Und dann fällt da hier Baden-Frederiksen sehr leicht. Und Baden-Frederiksen ist schon wieder mal Richtung Hartberger Tor unterwegs. Und dann gibt es auch zu Recht den Freistoß. Das war ein Foul an Baden-Frederiksen. Nächstes Foul von Rotter. Jetzt gibt es die erste gelbe. Das war irgendwie mit Ansage. Nächster Freistoß. Stellungsspiel. Baden-Frederiksen ganz stark wieder mit der Ferse, die Vorarbeit. Koch! Berechtigter Pfiff, Freistoß bereits ausgeführt. Allerdings kommt dann die Tiroler über Baden-Frederiksen. Das packt das nicht. Aber der Verein hat ihm die Stange gehalten. Man hat sich immer sehr loyal präsentiert gegenüber dem. Aber mit dem Ball am Fuß war es am Ende nichts Entscheidendes. Und Ähnliches gilt für Sucic, wobei der zuletzt mehr aufgezeigt hat in den vergangenen Partien. Baden-Frederiksen gegen Berisha. Gelöst von Koch. Baden-Frederiksen. Baden-Frederiksen. Und es gibt den Elfmeter für die WSG. Und Baden-Frederiksen macht es selbst und er macht es gut. Gerade noch gut genug. Und zieht es. Jeboa. Baden-Frederiksen. Feine Aktion gegen Grünwald. Jeboa mit Schneck. Fehler von Zwierschitz. Celic, das ist ein guter Pass auf Baden-Frederiksen. 1:1. Der Ausgleich. Berger nah genug dran. An Jeboa, 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 Jeboa. Bumm. 1:0. Jeboa. Rieder. Kölles, ganz außen wäre frei und was für ein Treffer! Frederiksen! Geht sich noch aus. Baden Frederiksen. 1:1 gegen OM Gouye. Baden Frederiksen. Mit dem guten Eckstoß, der Ball im Tor, das ist das 1:1. Obwohl sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Schlager mit dem Fehler, das ist Baden-Frederiksen, das ist das 2:1 für die WSG Tirol.
Währenddessen passiert zwei Tore für die Tiroler. Und Jeboa kommt wieder. Jeboa auf Baden Fredriksen. Das ist der Wahnsinn, was die Tiroler hier veranstalten. Spiel Wiesmeier an Fredriksen. Wieder 2 gegen 2, Jeboa für Anselm. Und da kommt noch Baden Fredriksen, Game Over. Den ersten Bundesliga-Treffer von Florian Rieder mit einem eleganten Beckenbauer Außenrisspass. Und das ist das 1:0. Schlägt Doppelpass mit Dümand. Delic legt ab. Und 2:0. Doppeltorschütze. Uneigennützig gemacht von Delic. Auf den müssen wir aufpassen. Und zwar bis zur letzten Sekunde. Immer gefährlich. Fredriksen, Ballglück. Schöner Ball, wenn es sich ausgeht, nicht schafft. Hätte spielen können oder den Ball lupfen müssen. Starke Abwehr von Svete, aber das war haarscharf. Tanjo, Tanjo, komm! Hey, Tanjo! Es ist so einfach! Gut gespielt von der WSG und das ist Fredriksen. Geblockt von Rogel. Jeboa, Fredriksen. Aber Alltag schon wieder formiert. Inried noch auf der linken Seite. Heute kommt er über rechts. Jeboa legt vor und das ist das 1:0 durch den Neuzugang. 20 sind von der Quantität her etwas zu viel. Er bekommt den Freistoß. Lange Ball nach vorne. Sis wint, hier ist Baden. Krijgt de vrije trap. La zona play-out qui invece a V9, la Juventus che cerca di uscire dalla propria metà campo, pallone un po' pigro, quello giocato verso Fredriksen che evita bene con un paio di dribbling anche Zvekanov, poi avanza palla al piede il giocatore danese che cerca di affondare su Piccardo, alle sue spalle si propone in sovrapposizione anche Bandeira, palla buona per Fredriksen, Fredriksen calcia con il mancino e sorprende Russo che la vede in ritardo, Juventus consecutivo per Fredriksen con la Juve che può sfruttare anche la superiorità numerica, in questo caso va con il mancino Fredriksen che calcia dentro, serie di deviazioni e poi Portanova la mette dentro, 2. Morten Knudsen centralt, der skal de passe på, Mikkel Rygaard, der får fat i den, Mikkel Rygaard, der ligger i midten, i forreste hos FC Nordsjælland her til